So, und herzlich willkommen zum letzten Part Donkey Kong Country. Und wir waren in diesem Level stehen geblieben. Och nö, hier war auch was mit Licht. Das habe ich ja ganz vergessen. Bloß, hier hat man wenigstens einen An- und Ausschalter. Und diese Pisser springen immer, wenn man selber auch springt. Das ist sehr, sehr gefährlich. Dieses Level zum Beispiel habe ich damals nicht gemocht, aber jetzt mag ich es sehr. Ich finde es so cool, dass die Augen so leuchten von Donkey und Diddy. Oder eher gesagt von Donkey jetzt gerade, weil der der Hauptcharakter ist. Ich denke mir mal deswegen. Ich denke mir, wenn wir Diddy sind, wird man auch seine strahlenden Äuglein sehen. Okay, das war ein bisschen übertrieben und ein bisschen zu sentimental. Vergiss das Ganze. Oh, schon Checkpoint. Gab's hier? Nee, hier gab's nichts. Ja, spring einfach auf uns herum. Ist okay. Schnell, damit wir das sehen. Oh, oh. Boah, wir wären ja fast runtergefallen. Und da ist auch noch ein Geier. Den habe ich nicht mal gehört oder gesehen. Okay, das Level ist aber schon ein bisschen gechillt. Also ich finde jetzt nicht, dass man zu sehr unter Stress oder Druck ist. Außerdem, man sieht eigentlich schon viel, wenn man genau hinguckt oder sieht. Man muss da nur ein bisschen aufpassen. Och nö, wieder dieser Affe. An den erinnere ich mich gar nicht mehr, dass der überhaupt hier war. Oh, zum Glück, die Fässer konnte man dennoch irgendwo sehen. Boah, das ist eine fiese Falle gewesen. Kommt auch noch ein Krokodil. Okay, dann nochmal kurz speichern. Ja. Ich meine, jetzt kam der Boss. Ne, der Boss kam danach, ne? Aero-Chaos. Wollte schon irgendwie falsch lesen. Oh nein. Dieses Level. Hier diese Typen, die ihr jetzt gesehen habt. Die neuen Krokodil-Kremlings da mit... Ja, Steroide, würde ich jetzt mal sagen. Die kann man, glaube ich, so nicht plätten. Also zumal mit Donkey. Geschweige mit Diddy. Weil die so stark sind und man muss unbedingt wirklich ein Fass draufschmeißen. Oh Mann. Ja. Geht mir auf die Nerven. Die kommen ja überall. Das haben die ziemlich fies gemacht. Bams! Haben wir dich gekillt. Diddy. Nein. Okay, wir sind wenigstens gemeinsam als beste Freunde dabei drauf gegangen. Ja, das wird immer schneller und später kommen dann noch Fässer dazu und so weiter. Nee, nee, nee. Okay, ich hätte einfach wieder diesen Sprungverlauf machen können, aber naja. Stimmt, jetzt meine ich, wenn man das hier geschafft hat, dann hat man das Level hinter sich. Oh oh.
Habt ihr gesehen? Donkey kann ja nichts reißen. Toll. Und jetzt? Können wir uns irgendwie retten? Nö, können wir nicht. Das war eines dieser asozialen Stellen. Ah, 30 Leben, okay. Warum sammle ich das N? Das O fehlt uns sowieso. Genau, diesmal haben wir es genauso gemacht, wie ich es eben gesagt habe. Ich hasse es mit Donkey Fässer zu schmeißen. Es dauert etwas länger mit ihm. Oh Mann. Oh Mann. Schnell, schnell. Boah, Donkey. Oh, du bist ja in Richtung Ausgang gelaufen. Du hast uns den Weg gezeigt. Ja, dann. Neckys Rache. Den Boss kennt ihr auch noch. Nur eine härtere Version. Scheinbar hatten die da nicht wirkliche Einfälle mehr, was für Bossgegner die nehmen sollten. Deswegen haben die auch zweimal den gleichen Boss irgendwie genommen. Und der hat schon ein bisschen mehr drauf, wie er sehen könnt. Es könnte sein, dass es der erste Boss sein wird, wo wir sterben werden. Oh, das war ja gemeingefährlich. Nein. Nein. Mist. Ja, das ist sogar der erste Boss, wo wir sterben. Neckys Rache, ja. Das ist ein bisschen blöd, wie es im Takt läuft mit dem Ding hier, mit dem Reifen zum Springen. Deswegen habe ich diesen Boss auch immer gehasst. Aber wenn ihr ihn versucht zu stoppen, dann merkt ihr ja auch, dass er dann Fehler macht. Und ich habe gerade ziemlich Glück gehabt, was das angeht. Mann! Boah, das war ja eigentlich geile Kombo. Okay, wir haben ihn aber jetzt wenigstens platt gemacht. Und ja, wir kommen jetzt so ziemlich zum Ende dieses Parts, denn jetzt kommt der König Galionsplanken. Er hat gewisse Techniken drauf. KK Rule. Aber ich denke mir, wir werden ihn eigentlich ganz gut beiseite schaffen können. Ich muss nur noch seine Moves ungefähr wissen. Weil er wird später noch andere Sachen machen, außer hin und her laufen oder sprinten. Tja, König, du solltest besser nicht deine Krone abnehmen. Das hier zum Beispiel ist auch sehr fies. Nein, im falschen Moment gesprungen. Ich glaube, jetzt kommen die nochmal zurück. Jetzt. Okay, gut. Wir müssen echt gemein aufpassen, da er gleich noch andere Sachen machen wird. Und dabei könnte er uns aus Versehen treffen. Boah. Nein, er hat uns... er hat uns erwischt. Okay. Auf ein neues. Diesmal lieber mit Donkey als Vordermann. Das gefällt mir schon besser. Mit Diddy können wir nämlich besser ausweichen.
Okay. Er macht seine Kügelchen. Wow, oder? Schnell, bevor er seine Krone wieder auf hat. Aber da muss man erstmal drauf kommen, so, dass er seine Krone als Bumerang verwendet. So, jetzt sind wir wieder da, wo wir eben waren, nur mit einem Affen mehr. Jetzt kommen die auch wieder zurück. Boah, ich hasse die Kamera. Jetzt. Er kommt. In tiefer Dankbarkeit an Koordinierung, Claptrap, Charaktere, Crusher, Kunst, Kritter, Konzept, Klump, Kommando, King K. Rool. Ende? Fragezeichen? Ja, es geht noch weiter. Er steht nämlich nochmal auf und hat ein paar andere Tricks drauf. Wie zum Beispiel diesen Move. Dann springt er mal gerne über einen. Und das kann auch ein bisschen asozialer werden. Nein! Ich glaube, jetzt ist er Geschichte. Ich hoffe es. Bitte. Ja, er ist Geschichte. Wir wären aber fast nicht getroffen worden. Dabei haben wir es beim ersten Mal vergeigt. Gut gemacht, meine Jungs. Hätte ich dir Grünschnabel gar nicht zugetraut. Eine ganze Horde Kremlings ganz alleine fertig gemacht. Da lacht das stolze Opaherz. Schau mal in deinem Lager nach. Du könntest eine nette Überraschung erleben. Hätte ich gespielt, hätte ich alles gefunden. Ja, ja, hätte Fahrradkette. Da gibt es sicher noch ein paar Bonusräume, die ihr übersehen habt. Und da sind unsere ganzen Bananen. Der ganze Vorrat ist wieder da und Donkey freut sich wie der King. Ja, die Mitspieler und die bösen Typen und so weiter werden jetzt gezeigt. Das werde ich auch laufen lassen. Das wird jetzt nicht allzu lange, denke ich mir mal, beanspruchen. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Es war so eine Art Nebenprojekt für mich, wenn man ehrlich ist. Weil es hat jetzt nur 7 Parts und ja, ich wollte halt so gesehen das nochmal neu aufnehmen. Teil 2 wird auch kommen. Danach kommt endlich mal Teil 3. Ich freue mich riesig. Es wäre cool, wenn ich jemanden finden könnte, der das mit mir spielen würde. Dann müsste ich erstmal allerdings gucken, weil das wäre dann mal was anderes, was man vielleicht so noch nicht so oft gesehen hat. Aber naja, wie dem auch sei. Ich liebe alle Donkey Kong Country Teile. Es gibt keinen schlechten. Und ja, wie gesagt, Jump'n'Runs liebe ich, deswegen dieses Spiel, ich würde sagen 10 von 10 Punkten, obwohl, ja, für mich eher 9 von 10, weil Teil 2 und Teil 3 waren besser. Aber dafür, dass es der erste Teil war, muss man es ja loben. Deswegen doch 10 von 10. Ja, jetzt könnt ihr nochmal lesen, wie die ganzen Gegner heißen und so weiter. Das geht ja eigentlich ganz schnell. Was man von anderen Spielen jetzt nicht so gewohnt ist. Da seht ihr jetzt nochmal die ganzen Bossgegner. Master Necky. Queen Bee. Really Grunty, wenn ich das richtig ausgesprochen habe. Dump Drum, Master Necky, SNR, oder wie auch immer. King K. Rool. Jetzt kommen nochmal, glaube ich, die Hauptcharaktere, die netten Typen, genau. Rambi, ja genau, jetzt können wir auch nochmal gucken, wie die hießen. Expresso, ah, der hieß Expresso. En Garde, stimmt, der hieß En Garde. Winky, okay.
Squawks. Das finde ich cool, weil er immer Squawk macht. Familie Kong. Bin ich jetzt dran? Funky Kong. Candy Kong. Klar, ich bin der Nächste. Cranky Kong. Diddy Kong. Donkey Kong. Und er verabschiedet sich von uns, von euch. Und hofft, dass euch das Let's Play gefallen hat. Und Diddy macht noch ein paar Scherze mit Donkey. Ich fand, vom Schwierigkeitsgrad war das Spiel auch sehr anspruchsvoll. Es war nicht zu leicht, es war auch nicht zu schwer. Und ja. Ja, ich wäre schneller gewesen, ist okay. Ja, jetzt kommt halt... Kommen jetzt die Credits. Was Großartiges kommt jetzt eigentlich nicht mehr. Aber ich lasse es trotzdem laufen, damit die 18 Minuten vollständig sind. Damit der Part nicht zu kurz ist. Auch wenn ihr... es vielleicht mal lieber gehabt hättet, dass es von mir halt auch irgendwie kürzere Parts gibt, weil in letzter Zeit waren ja meistens die Parts immer so 20 bis 25 Minuten oder sogar darüber. Ich sag nur, siehe Zelda Parts. Die habe ich zurzeit ein bisschen vernachlässigt, das wird sich aber auch noch ändern, keine Sorge. Aber dafür habe ich nicht so die Zeit, das geht nicht so einfach, da muss ich dann nochmal überlegen, was machst du jetzt als nächstes und so weiter. Bei den anderen Spielen, da geht es relativ. Da kann ich, ja, da habe ich einen besseren Überblick. Die sind jetzt nicht so anspruchsvoll wie Zelda halt. Und ja, ich weiß nicht. Welchen Lieblingscharakter aus der Donkey Kong-Reihe habt ihr eigentlich? Das würde mich mal interessieren. Könnt ihr mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr bis dahin das Video noch geguckt habt. Also, für mich war es eigentlich meistens Diddy, aber ich glaube, das ist für jeden irgendwie so. Aber ich habe auch gerne mit Kiddy Kong gespielt. Ja klar, Kiddy Kong ist halt auch nervig so. Und er ist ein Baby. Aber, ja doch, relativ habe ich schon gerne mit ihm gespielt. Dixie, ja, schon mehr als Donkey. Und Donkey würde ich sagen an letzter Stelle. Ist nicht so mein Favorit unter den Kongs, auch wenn er quasi der Haupttyp ist, aber was soll's. Wahrscheinlich werde ich auch nochmal Donkey Kong 64 machen. Naja. Oh, und die 18 Minuten sind quasi durchlaufen. Und jetzt zeige ich euch nochmal kurz, genau, ich kann euch auch nochmal sagen, hier in dem Titelbildschirm, wenn ihr gewisse Knöpfe drückt, ich weiß jetzt nicht mehr, welche es waren, dann könnt ihr quasi nochmal als Tier die Bonus-Dinger da einfach machen, aber das ist Schwachsinn. Naja, ich möchte mich von euch verabschieden. Oh, ich habe sogar ein bisschen länger gebraucht als in dem anderen Let's Play. Also, wenn euch das interessiert hat, ihr könnt euch auch mal mein altes Let's Play angucken. Ich denke mir mal, das werde ich auf dem Channel einfach lassen. Einfach nur als ein Stück Erinnerung, wie das Ganze bei mir angefangen hat. Damit ihr auch sehen könnt, wie ich da mal so gesprochen habe und so. Vielleicht motiviert das einige, vielleicht nicht aufzugeben und einfach weiterzumachen. Naja, ich verabschiede mich. Haut rein, euer Mr. Horror Jumper. Und schaltet wieder ein, wenn es heißt Jump'n'Run Time. Auf Wiedersehen. Macht's gut.